Meine Damen und Herren, treten Sie näher. Hier haben Sie die Gelegenheit, mit den Klezmeyers ins Gespräch zu kommen. Sie dürfen sich getrost einmischen, wenn Sie eine Frage haben, wenn Ihnen was auf dem Herzen liegt. Ich bitte Sie darum. Wir reichen Ihnen ein Mikrofon und Sie können sich wirklich beteiligen. Solange das noch nicht der Fall ist, fangen wir einfach mal an. Es ist mir eine große Freude, nachdem ich gerade das Konzert gehört habe, Ihnen dieses Trio von drei, ich stehe nicht an zu sagen, Meistermusikern vorstellen zu dürfen. Ich war sehr beeindruckt, vor allem erstmal auch über eure technischen Fertigkeiten. Mein lieber Mann, also ich kann nur den Hut ziehen und wundere mich überhaupt nicht, dass alle drei Musiklehrer sind, Professoren sozusagen. Habe die Ehre, sagt man in Bayern. Ja, alle drei sind ja offensichtlich Musiklehrer, nicht? Wenn ich es richtig verstanden habe, was da in der Pressemitteilung stand, oder? Nein? Stimmt das gar nicht? Das stimmt teilweise. Also wir haben das alle studiert und machen das mehr oder weniger. Manche von uns mehr, manche weniger und auch verschiedenen, teilweise an der Universität, teilweise an Musikschulen. Und ja. Also bevor wir da in die Details gehen, möchte ich doch aber erst mal wissen, wo der Name herkommt. Ich gestehe, dass ich während des Konzerts plötzlich dachte, Klezmeyer, Klezmer, im Englischen heißt Mehr, Bürgermeister. Auf einmal hatte ich so eine Assoziation. Keine Ahnung, ob ihr je an sowas gedacht habt. Klezmer, nicht? Bürgermeister, Mehr, Klezmer. Dachte mir, vielleicht kommt das von daher, Klezmeyer. Wie kommt ihr auf den Namen? Also Klezmeyer ist ja abgeleitet von Klezmer. Klar, das ist klar, da. Versteht Klezmer. Sich. Und ja, Meyer ist ja so ein typisch deutscher Name, ja. Und wir wollten einfach irgendwie das so mit reinbringen. Und haben daraus Klezmeyers gemacht. Aha. Das bietet sich ja irgendwie an. Verstehe. Ja, also, die Klezmer, ich höre, du sagst Klezmer. Klezmer, ja. Nicht Klezmer, wie wir Deutschen meistens sagen. Oder fälschlich. Fälschlich. Ja, fälschlich. Ich glaube, das ist eine Ansicht. Also, manche sagen es so, manche so. Ach so, gut. Also, Klezmer-Musik ist ja nun, wenn ich richtig informiert bin, und ich bin kein Experte, ich gebe es gleich von vornherein zu, aber doch die Musik der jiddischen Städtel, oder? Mittel- und Osteuropas, genau. ursprünglich zumindest. Genau. Könnt ihr wenigstens mal andeuten, wo Klezmer-Musik eigentlich herkommt? Abgesehen jetzt davon, dass wir gerade festgestellt haben, dass es die jiddische Städtelmusik ist sozusagen. Osteuropa ist ja da schon auf jeden Fall richtig. Also das war ja früher die traditionelle Festtagsmusik, so wurde zu Hochzeiten gespielt, auf Festen, auf Familienfesten. Verstehe. Und die Leute haben getanzt. Ja. Das ist ja die ganz Hat das auch was mit Musik. Der religiösen Tradition zu tun? Ich habe irgendwo gelesen, dass das eigentlich ganz ursprünglich mal aus der religiösen Tradition kommt. Ist euch das irgendwie bewusst oder? Bewusst. Ja, sicher hat das auch wahrscheinlich religiösen Hintergrund, aber das hat sich ja, würde ich mal sagen, so ein bisschen verloren. Also es ist ja schon mehr so eine Feiermusik geworden, ja? Also damals zumindest. Ja, dann wurde es eben, wie gesagt, auf Festen gespielt, die Leute haben getanzt, also so religiös war es dann, glaube ich, gar nicht mehr. Aha, also ich habe das irgendwo gelesen und dachte mir, vielleicht könnt ihr, wisst ihr da genaueres. Nee, da können wir eigentlich nicht so viel. Nein, aber die Musik ist ja dann auch in die Konzertsäle gekommen und auf Bühnen, also es hat sich ja sowieso dann verändert. Ja, also ich muss gestehen, nachdem ich das heute wieder mal nach langer Zeit Klezmer-Musik gehört habe, ich habe das als so schwungvoll empfunden. Das hatte ich auch so vage in Erinnerung. Das wurde dann bestätigt sozusagen, dass das eine unheimlich schmissige, schwungvolle Musik ist, die wirklich viel Spaß macht. Wo man sich gut vorstellen kann, dass sie eben zu Festen gespielt wird und so, wo die Menschen fröhlich sind und so weiter. Und ihr habt eure letzte Platte ja, die Christiane hat das in ihrer Anmoderation schon angedeutet, Emilias Lächeln genannt. Und ich gestehe, ich habe mich ertappt, wie ich immer ein Lächeln im Gesicht hatte. Und ich habe übrigens beim Robert und bei dir auch immer das Lächeln gesehen. Bei dir weniger mit der Gitarre, Entschuldigung, mit der Klarinette im Mund. Geht das nicht so leicht, ist schon klar, ne? Ja, vielleicht stellen wir euch drei erstmal ein klein wenig vor. Jetzt fangen wir einfach mit dir an, Franziska. Orso, da habe ich ursprünglich gedacht, klingt so italienisch. Italienisch? Nein. Oder? Also es ist auch italienisch, aber wir haben einen ungarischen Hintergrund. Ungarisch? Ja, aber liegt weit zurück. Also, bitte? Es liegt weit zurück. Also ich kann jetzt nicht Ungarisch oder so. Aha, ja. Verstehe. Bist du familiär von der Musik her auch ein bisschen geprägt? Wurde das? Nein, überhaupt nicht. Gar nicht? Nein, gar nicht.
Wie bist du dann zur Klezmermusik gekommen? Die Klezmermusik, die boomte damals so, als ich so 15, 16 Jahre alt war in Berlin. Ja. Überall gab es Klezmerkonzerte und meine Eltern haben mich immer mitgenommen. Joda Veitmann war auch ziemlich populär, glaube ich, damals, genau, oder? Genau, sehr, ja. Der hat ich auch ein paar Mal mehrmals gehört. Im Jahr in Berlin gespielt und wir sind eigentlich immer zu seinen Konzerten gegangen. Oh, und so kam das, dass ich zu dieser Musik gekommen bin. Und ich habe einen Workshop bei ihm gemacht und das hat mich dann irgendwie nicht mehr losgelassen. Ja, das kann ich verstehen. Übrigens, du hast ja richtig studiert, ne? Klarinette, ja. Richtig studiert, ja. am Hans Eisler, heißt das? Die Universität der Künste. Universität der Künste, mhm. Aber am Hans Eisler, wie heißt das? Wie heißt? Das ist Robert. Ah, du weißt das. Ah, habe ich vielleicht verwechselt, das kann sein. Naja, auf jeden Fall hast du im Laufe, ich war völlig verdutzt, als die Christiane in der Anmoderation meinte, du hättest diese Gruppe schon 1997 oder was gegründet. Das geht doch gar nicht. Da war sie doch noch ein kleines Mädchen. Was? Hast du die tatsächlich vor so langen Jahren schon gegründet? Ja. Noch in der Schulzeit damals, ja. Ah, das gibt's nicht. Naja, doch. Hast du auch schon Klezmermeyer genannt? Ja, also das kam ziemlich schnell dann. Wir haben dann unsere erste CD aufgenommen und dann musste auch ein Name her. Ja. Aber nicht mit den beiden Herren hier. Die waren nicht auf meiner Schule. Ne? Verstehe. Das heißt, die Gruppe hat sich immer wieder gewandelt. Genau. Neue Besetzung. Das ist ja wirklich lange her. Und ja. Klar, dann kommt das Studium, dann kommt die Zeit danach, da gibt es immer Veränderungen. Also du hast natürlich alle möglichen Musikprojekte unternommen. Was möchtest du gerne erwähnen in diesem Zusammenhang? Was ist dir wichtig neben den Klezmermeyers? Was wäre erwähnenswert, was also du vielleicht auch heute noch machst, womit da man dich erleben kann eventuell? Ich mache wirklich nur noch die Klezmermeyers. Ah. Das ist mein Ein und Alles und ich habe meine ganzen Projekte, die ich so hatte, auch alle aufgegeben, weil ich meine ganze Energie nur noch für die Klezmermeyers aufwenden wollte. Naja, das merkt man aber auch. Das ist ja eine so ausgefeilte Musik. Im Jazzpodium stand sowas wie, wenn ich es richtig erinnere, dass ihr die alten Traditionen entstaubt und die Stücke sozusagen aufpoliert, ohne dabei, habe ich es richtig in Erinnerung, ohne dabei die traditionellen Werte dieser Musik zu vergessen oder so ähnlich. Eigentlich fand ich das, nachdem ich es jetzt gehört habe, finde ich, ist das eine treffende Beschreibung, oder? Würdest du das auch so sehen? Ja, das würde ich auch so sehen. Also gerade was unsere alten Stücke angeht und das jetzt sind ja wirklich nur noch Eigenkompositionen. Also das ist ja nochmal... Das ist ja nochmal was ganz Eigenes jetzt, was wir machen. Es scheint auch, wenn ich es richtig beurteilen kann, der Jazz eine durchaus wichtige Rolle in eurer Musik zu spielen. Insofern, als die Improvisation scheint mir, so habe ich das wahrgenommen, eine ganz große Rolle spielt bei euch, oder? Wenn ich an deine Soli denke zum Beispiel, Robert, damit bist du im Gespräch. Ja, so ist es. Dadurch, dass wir alle andere Wurzeln haben, Franziska ja die Klezmer-Wurzeln und die Klassik-Wurzeln und David und ich aus dem Jazz kommen, wir haben beide Jazz studiert, kommt das durch die Komposition und durch die Art, wie man Musik aufbaut, musiziert, miteinander musiziert, ganz automatisch. Und wir legen Wert darauf, dass wir Freiraum in der Musik haben, um uns eben in der Improvisation zu tätigen. Ja, es tut mir leid, aber ich habe auch heute wieder gemerkt, dass das bekommt der Sache ungemein, weil dieses spontane Improvisieren, das schafft eine Spannung, die ich glaube, ich sage das einfach mal jetzt, keine andere Musik so produzieren kann. Also für meinen Geschmack mindestens. Vielen Dank. Immer wieder erlebe ich das, oder? Okay. Das ist schön. Da spürt man einfach, dass da was im Moment entsteht. Ja. Ist meine Erfahrung. Ja, ich glaube, das ist das, wo wir auch ein bisschen stolz drauf sind, diese Mischung aus den unterschiedlichen Welten und versuchen, da auch einen guten Spannungsbogen zu erzeugen. Schön, dass es klappt. Wer ist denn im Konzert gewesen von den Anwesenden hier? Ah doch, die meisten. Naja, ich verstehe gut, dass sie gekommen sind und mehr wissen wollen. Übrigens, ich kann nur wiederholen, wer irgendeine Frage hat, die ihn bedrängt, bitte zu. Da sitzt jemand, der offensichtlich was wissen möchte. Richtig schön ranhalten, so ganz dicht. So ganz dicht. Gut. Ja, ich möchte Frau Angela Merkel einladen zum Bolschoi-Ballett Schwanensee. Ganz dicht, ganz dicht. Da möchte ich sie einladen. Ja, ja, das ist mein Anliegen. Darf ich Sie fragen, was das mit der Musik hier zu tun hat? Na, das hat mit dieser Musik nichts zu tun. Also, meine Damen und Herren, wir einigen uns vielleicht doch darauf, dass die Fragen, die Sie stellen, irgendwas mit dieser Musik hier zu tun haben, oder? Das wäre ganz schön. Ja,
womit ich Ihr Anliegen keineswegs negieren möchte. Also, wenn es Ihnen ein Herzensanliegen ist, dass die Angela Merkel sich das anhört, bitteschön. Angela Merkel könnte sich einiges anhören, ehrlich gesagt. Zum Beispiel diese Gruppe hier würde ich vorschlagen. Ich täte das Ticket bezahlen. Ich schlage vor, Sie wenden sich am besten mal ans Kanzleramt. Ah ja, ja. Das kann auch von der... So, wenn Sie mir freundlicherweise das Mikrofon jetzt geben. Ich bin gerade eben so ein bisschen reingestolpert in dieses Konzert und fand es richtig klasse. Ich wohne näher zu Hamburg als zu München und würde gern wissen, ob Sie sonst auch irgendwo spielen. Im Norddeutschland. Wir haben letztes Jahr haben wir unsere Platte rausgebracht bei GLM und waren dann auch viel im Norden. Dieses Jahr schreiben wir unsere neue Platte und sind dann nächstes Jahr auch wieder sicherlich im Norden. Dieses Jahr, glaube ich, spielen wir nur noch 7 Konzerte oder 8. Ich glaube, die sind alle eher im Süden von Deutschland. Oder? Täusche ich mich gerade? Nein, Brandenburg ist eigentlich das nächste. Und was heißt Norden für euch? Alles. Ich glaube, wir spielen Sylt, haben wir letztes Jahr gespielt. Okay. Hamburg haben wir auch gespielt. Reicht. Also wir sind schon, versuchen schon überall zu spielen. Ich würde natürlich gern noch den David einbeziehen in unser Gespräch, der noch gar nicht zu Wort gekommen ist. David, erzähl bitte ganz kurz, wie du zur Gruppe gestoßen bist, wo du herkommst, was so deine Schwerpunkte waren, was du für eine Ausbildung genossen hast, wenigstens so ganz knapp. Ich habe auch Jazz studiert und bin dann nach Berlin gegangen, wo ich, wie es für Jazzmusiker typisch ist, Robert auf einer Session kennengelernt hat. Also man trifft sich als Jazzmusiker immer, wenn man nicht spielt, abends und spielt Stücke zusammen, zumindest damals heute. Man steigt irgendwo ein und so haben wir uns kennengelernt und darüber hat mich Robert dann Franne vorgestellt und so bin ich in der Band gelandet. Aha. Ja. Sehr schön, sehr schön. Also ich kann nur allen empfehlen, geht zum GLM-Stand und kauft die Platte, empfehlt sie weiter. Diese Musik fand ich zumindest hinreißend und ich kann nur hoffen, dass ihr noch viel Erfolg habt. Das ist ein so ungewöhnliches Projekt nach meiner Einschätzung, dass ich mir das gar nicht anders vorstellen kann, als dass euch noch allerlei Erfolge beschieden sein werden. Und ich wünsche euch alles Gute auf eurem zukünftigen Weg. Viel Erfolg. Vielen Dank. Dankeschön.